Mit dem kleinen Viereck ist auch cool, ne? Na nu. So. So. Die zu füttern will, ist meine Qual, oder? Ja, aber es hat auch gut Geld gebracht, die Hühner, ne? Ja, ja. Ja, ganz so viele haben wir tatsächlich ja jetzt nicht mehr, ne? Meine Güte, wo kommen die Eier alle her? Ja, du hast schon länger nicht mehr gesammelt. Ja gut, wir müssen aber auch die Tiere mit füttern. Na. Bestimmt 30 Stück oder so. Ist auch noch ein Ei. Ist hier noch eins? Nee. Pick, 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 pick. Ja, und ab und zu geriet man Huhn dazwischen. Aber Hühner sammeln ist jetzt nicht so das. 41 Stück? Alter. 41. Das ist noch eins. Das ist noch zwei, oder? Das ist doch nur eins hier, ne? Beide. Zwei. Ja, genau. Was mehr hab ich? Dunkel. Da unten ist nichts mehr. Und morgen müssen wir die Tiere nicht füttern. Das heißt, wir könnten morgen los. Na. Wir wollen in die Stadt, wir wollen gerne in die Wüste. Du könntest jetzt nochmal, wenn sie nicht ganz so müde ist, nochmal nach den Bäumen oben gucken. Das könnten wir noch gerne machen. Sie war ausgeschlafen, also so ist es nicht. Naja, dann ist sie morgen zwar wieder müde, aber guck mal da leuchtet was. In rötlich. Das ist diese Farn gewesen. Jawoll, siehst du. Diese Farnblüte. Ja, die brauchten wir die nicht für irgendwas? Am Anfang haben wir sie gebraucht, ja. Und dann haben wir sie nachher extra hier noch hingepflanzt, genauso wie auch hier, ja, Wieselfarn. Kein Wasser. Super, warte mal. Das ist das, was ich mich befürchtet hatte. Gar kein Wasser. Warte mal, wenn ich mich jetzt hier hinstelle. Mit dich hinstellen, genau. So, jetzt muss ich natürlich wieder auf Maus. Sehr schön. Hat er gemacht. So, mach mal einmal an. Kleinen Moment, ich muss schnell Wasser holen. Andere Seite ist der Brunnen. Ah ja, wir haben ihn ja umgesetzt. Lauf. Ich weiß, du wirst müde. Ich weiß. Du kannst auch ein Stündchen länger schlafen, wenn du möchtest. Aber... Setz sie gleich wieder aufeinander. So, jetzt einmal. Ja, ich stehe, glaube ich, sogar schon richtig. Ja. Aber ich glaube, ja. Ich mache das so schnell. Nee, mach doch. Sind ja nur vier. Dann müsste ich nochmal laufen mit Wasser und. Da ist das Problem. Fühlt sich gut an. Da sind nämlich, glaube ich, die anderen Bäume. Also das macht die morgen. Und hier der Schmutz. Ja, kaum noch was, ja. Der hier. Hier unten ist auch noch einer. Der. Wie sehen die beiden aus? Och, du ahnst es nicht. Ja, ja, deswegen. Warte mal, ich mach mal kurz. Wie war das jetzt? Einmal so. Wir haben nämlich noch zwei Eimer. Sehr schön. Und wir stehen neben dem Brunnen. Na. Und ab ins Bett. Hat genau das habe ich mir schon gedacht, dass die Bäume nämlich. Aber ich würde oben, ich glaube, oben habe ich gesehen, dass da doch noch was fehlte, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, wir gucken morgen früh nochmal fix. Und unten da haben wir auch noch einen Baum. Das Bett ist gegossen, sehr gut. Irgendwer hat eingepullert. Du willst heute Nacht im Wasserbett schlafen, war das so? Ja, ich hab's mit diesen Eimern. Ja, irgendwie weiß ich nicht, ne? Das ist... Irgendwie hab ich's mit den Eimern. Schön, dass ihr alle hier, ne, Tag der offenen Tür. Ja, hier sind die Rosenbüsche alle hinüber, ja, aber es war klar. Du bist erwachsen, jetzt haben wir noch mehr erwachsen. Ja, darunter.
musst du leider runtergehen. Vielleicht hat er jetzt gegossen, den oben, ne? Das hab ich mir gedacht. Er sei zu fix übergesprungen. Ah, hier oben fehlt noch einer. So, ein Eimerchen haben wir noch. Hier unten war ein Baum und die Büsche auch. Machen wir erstmal den Baum. Der hat nämlich auch nichts. Einmal Wasser gegriffen. Unsere Büsche. Tatsächlich. Okay, warte mal. Genau. Ja, nee, das war's, ne? Ja, du bist im Sommer echt nur mit der Gartenarbeit da beschäftigt, ne? Also großartig irgendwie wohin ist echt schwierig, ne? Ja, guck hier. Bin wieder leer. Ja, ja. Aber das ist ja auch dieser Sandboden, ne? Ja, ja, aber guck mal, dass die zwei schon abgestorben jetzt, ne? Mhm. Nanu? Er wollte nicht. Ah, zu wollen. Der. Gut, du hattest gesagt, oben noch was? Ja, ich hätte bei den hinteren Bäumen noch was gesehen, aber ich bin mir natürlich nicht sicher. So, gucken. Die sind gegossen. Hier war der erste und da drüber waren, glaube ich, auch noch welche. Ich kann ja mal hier nochmal was hinkippen. Ja. Und die anderen stehen zwei entfernt nach links. Da hatten wir gegossen. Gut. Bist du sicher? Ja, die stehen hier. Guck mal, da. Da komme ich nicht hoch. Ja, das sind die Pflaumenbäume hier. Ja, aber hinter dem großen waren auch zwei Stück. Wir hatten noch zwei, drei da. Ja, ja. Hier ist der erste. Hier ist der zweite. Und hier ist der dritte. Okay. Und ja, da aus nach unten. Da drüber ist der Weg, deswegen konnten wir nicht höher. Wir müssen definitiv uns einen Platz suchen, wo wir die anderen Bäume hinpflanzen. Damit wir das hier geht gar nicht, ne? Mhm. So, ein bisschen aufräumen. Zeig mir mal die Kiste. Guck mal, hier haben wir nämlich noch. Das räumen wir mal rein, das rein, das rein, das rein. Das bleibt hier. Das können wir verkaufen. Das geht hier. Katze! Grit, ne? Ehrlich. Ich kriege meinen halben Herzinfarkt hier. So, du musst runter. Du musst runter. Pfeife machen wir mal hoch. Du kannst auch schon mal runter. Einmal räume ich mal hier hin. Essen runter. Ich glaube, das war es jetzt, ne? Es regnet tatsächlich schon wieder. Also was mir aufgefallen ist bei den letzten beiden Aufnahmesessionen, es hat sehr, sehr, sehr viel geregnet. Ja, gut, war noch Frühling, ne? Also es hat wirklich sehr, sehr viel geregnet. Im Frühling sind ja auch es war ja auch die Flut. Ja. Also ich habe das wirklich die letzten, also 6 Stunden, also wir nehmen ja mal 3 Stunden auf. Da war sehr, sehr viel Regen. Also Eider Dost, ne? Mhm. Frühstück bei Tiffany? Schon wieder? Welches Datum haben wir? 4. Okay. So schnell geht es nicht, also. Aber wir müssen wirklich aufpassen. Den 15, wir müssen aufpassen. Ja, wir gehen zwar zu Chloe, aber Frühstück bei Tiffany. Ja. Nee, die sind noch nicht reif. Die darfst du sowieso nicht klauen. Warum hast du das jetzt gegossen? Keine Ahnung, eigentlich wollte ich... Guten Tag, Jasmin. Auf Wiedersehen, Helmut. Ich wollte ihn eigentlich anquatschen und habe ihm bei der Gartenarbeit geholfen. Ist das verkehrt? Du bist sehr hilfsbereit. Sehr, sehr hilfsbereit. Ich weiß, danke. So. Hallo Jasmin, das ist für dich. Ist bei Tiffany. Ach ja, ist ja Tiffany, ne? Aber wir haben was bekommen. Frühstück bei Tiffany, so heißt es ja nun mal. Ja. Das heißt ja nicht Frühstück bei Chloe. Ja, was jetzt hast du jetzt gekriegt, ne? Bestimmt was zu essen. Ich glaube, das Glas hinten, diesen Obstsalat, oder?
Das ist möglich. Naja, Essen ist Essen, also. Ne, man sollte nie meckern über Geschenke. Ich glaube, davon hatten wir nur einen, ich weiß es aber nicht genau. Man sollte nie über Geschenke meckern. So. Chloe, wo bist du? Wo ist sie denn? Hier, die ist noch im Bett. Okay. Oha. Ich bin einfach mal rein hier. Morgen ist noch genug Zeit für ein Gespräch. Oha, wer ist denn das? Wieso liegen die im Bett? Es ist 13 Uhr Mittag. Also ich Ich würde sagen, das sieht aus wie Jan. Ist das Jan? Aber Jan ist doch mit Anais, oder nicht? Keine Ahnung. Aber wieso liegen die noch? Schön, dass ihr endlich aufsteht. Louis. Hallo Jasmin, ein kleines Geschenk. Hallo. Okay, hier will er gerade nicht. Hier habe ich deine Regalwand. Wunderbar, sieht professionell geschreinert aus. Sehr gut gemacht. Hier ein paar Münzen für deine Arbeit. Chloe, ich wollte dich etwas fragen. Moment, es gibt da noch eine Kleinigkeit, die du für mich tun kannst. Okay, was ist es denn? Hier, diese Bestellung muss zu Sophie. Sie hat das für ihre Eltern bestellt, um ihnen eine Freude zu machen. Bring es doch schnell zu ihr. Danach habe ich Zeit für all deine Fragen. Bis bald, Chloe. Und jetzt den anderen gleich. Gleich anquatschen. Na, bleibst du. Jonas. Hallo, Jasmin. Bis bald, Jonas. Jonas. Sag mal, aber Jonas ist aber... War Jonas alleine? Ich weiß es nicht genau. Warte mal kurz. Jetzt muss ich gucken, wo die Karte ist. Meines Erachtens nach... Rietta und Jonas. Oh, das ist die Dreiecksgeschichte, oder? Ja, ich glaube. Oha, okay. Die war zusammen im Bett. Okay. Boah, ja, bring mal das zu Sophie. Sophie, jetzt müssten wir ja mal... Mal gucken. Oh, jetzt muss ich wieder... Da. Sophie war, glaube ich, hier unten, ne? Boah, da haben wir die Inflagranti erwischt. Die wollen mir jetzt nicht erzählen, die haben Federn aus dem Bettdeck gezählt. Sophie, wo finde ich dich? Sophie! Sophie war doch unten beim... Ja, hier, bei George und Johanna, ne? War das nicht die Tochter? Das Problem ist, hier ist gerade niemand. Hier ist Luke, Alfred. Da ist sie. Da ist Sophie. Bei Tiberius. Bei Tiberius. Okay. So, dann los. Dann laufen wir mal zu Tiberius. Was ist dieses Dreierding, genau? Ach, Sternfrucht, ne? Bestimmt nicht. Nein, das ist nicht erlaubt. Siehst du? Hm. Schade. Das ist nicht erlaubt. Glaube ich jetzt richtig? Glaube schon. Nee, das ist Mona. Tiberius. Ist hier oder da? Nee, Tiberius ist doch hier. Da. Da. Hier geblieben. Da ist das so wie hier. Da ist sie. Hallo Jasmin, ich habe ein besonderes Geschenk für dich. Ich habe hier eine Schale mit Gemüse von Chloe für dich, Sophie. Vielen Dank, Jasmin. Darauf habe ich schon gewartet. Meine Eltern werden sich freuen. Sie lieben dieses eingelegte Gemüse. Dann gehe ich zurück zu Chloe und sage ihr, dass die Schale gut angekommen ist. Nein, warte. Ich möchte noch kurz mit dir reden. Warst du inzwischen bei Brietta und Hagen? Ja, aber Brietta ist zu erschöpft. Ne? Zugeknöpft bis oben hin. Ich habe nur wenig erfahren. Und was hast du erfahren? Sie verdächtigt Jonas, eine Affäre mit Chloe zu haben. Ja, das könnte passen. Dann wäre die Lösung greifbar nah. Was meinst du damit? Warte.
Ja, ich hab's. Wenn das stimmt, hat Jonas nur den Montagmorgen, wo er ungestört mit Chloe sein kann, weil er ansonsten immer arbeitet oder Brietta in der Nähe ist. Ist heute Montag tatsächlich? Ja, die haben wirklich gerade bis mittags im... Naja. Und was nützt uns das jetzt? Ist das sonnenklar, wir bringen die beiden Pärchen zusammen. Du gehst am Montagmorgen zwischen 8 und 10 zu Chloe und wenn mich nicht alles täuscht, wirst du Jonas auch dort finden. Ich komme auch dorthin. Ja, das ist gut. Was ist gut? Sophie spricht doch etwas klarer. Lass dich überraschen, du wirst sehen, alles wird gut. Ja, wir aber haben jetzt, sie doch schon erwischt. Ja, echt mal. Also jetzt müssen wir nächsten Montag... Ja, es wie in Flagranti noch mal erwischen. Ach Gott, was ist das? So, das Regal haben wir weggebracht. Wir müssen wieder zu Chloe. Nee, eins zu tief. Ja, ja, die schuldet uns auch noch ein paar Antworten. Auch nicht jetzt richtig. Ja. Also es geht nur montags. Was muss man sich denn noch alles merken? So. Wo? Wer ist hier noch? Irgendjemand ist da mit drin. Da ist Hagen. Kailan, Tiberius, Helmut, Jack, Gertrud. Okay, da ist Chloe. Okay. Bei Emma im Lebensmittelladen. Okay. Das ist Gott sei Dank nicht weit weg, das ist gleich hier drunter. Glaube ich. Nanu. Ja, genau. Bei Regen bin ich lieber drin. Ach, geh doch rein. So. Warte. Wo willst du? Hallo Jasmin, denk dran, heute ist Ruhetag in meinem Restaurant. Ich muss mich auch einen Tag einmal um die Einkäufe kümmern. Bis bald, Chloe. Du streulst uns jetzt, wir haben Fragen. Ja, ich sag aber nichts. Wir haben Fragen, ja, wir müssen sie jetzt wieder in Flagranti erwischen. Hallo Jasmin. Oh, Alina, bis später. Sagst du noch irgendwas? Okay. Guten Tag, Jasmin. Auf Wiedersehen, Emma. Wo wir gerade da sind, ne? Wo wir schon mal hier sind, da bleiben wir auch gleich da. Ehrenkompott, exotischer Fruchtcocktail, Pflaumenkuchen, Milchkaffee, Milchreis mit Kirschen, Fruchtmüsli, Energieriegel. Aber den haben wir, glaube ich, ne? Macadamianmus, Maiskolben? Ne, den haben wir nicht. Kornähren, Kokosnuss, Kuhmilch, Meteorbeerenkuchen. Ja, 3000. Alter. Den brauchen wir. Oh, weia. Ah ja, dann lern ihn gleich und dann hast du ihn Intus. Genau. Jetzt muss ich immer... Hallo Jasmin, schön dich zu sehen. Kailan, komm mal, guck mal gucken, ob hier. Kailan, geh mal. Vielleicht will unser Liebster was von uns. Stehen bleiben. Hey Jasmin, ich habe heute ein Geschenk für dich. Danke für den schönen Abend, Kailan. Schön, dass du kommen konntest. Ich fand es auch sehr schön, auch wenn meine Kochkunst dich sicher nicht beeindruckt hat. Sag besser nichts. Ich werde für dich kochen üben. Dann bist du das nächste Mal hin und weg. Ciao, Kailan. Okay, ich habe wieder was bekommen. Ich muss noch, was ist denn das? Kürbiskäsesuppe. Ah, ja. Was haben wir noch bekommen hier? Wir haben das Blümchen wahrscheinlich, ja. Ja, genau. Ja, und unten haben wir eine Tulpe drin, glaube ich. Ja. So. Es gibt Schlimmeres im Leben, ne? Ja. Wie spät haben wir? 18 Uhr. Stimmt, die hat ja montags immer Feiertag und dann tut sie da rumbrödern, weißt du? Mhm.
Heilung mal aktivieren, tatsächlich. Okay, der geht. Aber ich sehe gerade, wir müssen mal was essen. So, wir werden schnell zum Teleporter. Wir können ja mal gucken, wo uns der Pfeil hinführt. Das könnten wir zeitlich noch machen. Ja. Ansonsten schaffen wir, glaube ich, nicht wieder sehr viel. Morgen müssten wir Tiere füttern. Ja, wir haben ja alles, was wir jetzt in Waldheim schaffen wollten, haben wir ja geschafft. Genau, wir haben, ja, also wir haben schon von dem, was wir vorgenommen haben, schon die Hälfte erledigt. Und es ist noch nicht mal eine Stunde rum. Genau. Was ist bei dir kaputt gegangen? Moment, das war jetzt die Oase. Nicht über Stöckchen und Steinchen, obwohl, naja, es gibt jemanden, der ist schlimmer. Wir machen das, das und das. Und dann schaffen wir es am Ende gerade knapp. Oha. Oh. Okay. Oh. Das hatten wir das letzte Mal auch schon gesehen. Ja, ne? Ja, dass ja, hier ja. So... genau. Wo führt er denn hin? Guck mal, hier sind noch ein paar Bäumchen. Im Notfall können wir auch noch ein bisschen... Warte mal kurz. Wir werden das mal kurz ein bisschen umstrukturieren hier. Aber du wolltest an der Wüste sowieso erst nochmal grinden gehen, die nächsten Tage, oder nicht? Ja. Auf jeden Fall wollten wir hier noch mal ein bisschen, wir wollten hier noch ein bisschen ernten, gucken, was hier an den Bäumen hängt und sowas alles. Ja. Ach, also Sträucher stehen hier ja gar nicht, ne? Nö, das sind nicht so viele. Au, 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 au. Oh, schnell ernten. Das ist der verkehrte, oder was? Ah, verkehrtes Feld. Okay. Aber auch? Ach nee, Mäusing. Jetzt musst du noch 3 Meter durchhalten. Da. Oh, 2 Stück. Runter damit. Den einen wirst du wahrscheinlich nicht kriegen, ja? Ja, das Problem ist, es wird sonst wohin fallen. Ja, ja. Oh nein, halt so weit. Komm her. Sehr schön. Sehr geil. Haben wir auch bekommen. Das gibt wir Eimer. Sehr ich glaub, geil. 7 pro Eimer brauchen wir, glaube ich. Und wie viel hast du jetzt gekriegt? Nicht ganz, ne? 16. Ja, doch, denn also, 2 Eimer sind es denn schon. Ja, 4 brauchen wir aber, ne? Ja, auf jeden Fall, um Eimer 9 zu haben. Ja, ja. Wo führt uns denn der Pfeil hin? Führt er uns jetzt zu nach ganz unten in die Höhle, oder wie? Wahrscheinlich, aber da sind wir da nicht aufgestorben? Nee, aber gleich wieder raus, da waren auch die Echsen. Da waren auch Echsen? Mhm, da waren, glaube ich, auch Echsen, da kam auch so eine Echse an. Ahaha. Da war, glaube ich, auch Exe, aber ich weiß es jetzt nicht. Die geht doch nur einmal kurz gucken und wie gleich wieder raus. Nicht kämpfen noch. Es ist schon spät und sie wird sowieso müde. Mhm. Vorsichtshalber einmal so mit rein. So. Okay. Mal mit lang. Dünger. Genau. Ah, warte mal. Wenn wir sowieso hier lang laufen, dann können wir das auch so machen, ne? Was denn? Wir müssen ja gucken, ja, auf ja, was wir doch, zulaufen. Guck doch. Ja, ja, guck mal. Ja. Ja. Lauf. Habe ich gesagt. Siehst du? Sag ich doch, da unten war auch. Aber da kommen anscheinend nicht die Massen an. Okay. Also ich lag schon richtig, dass da auch welche waren. Ja, ich glaube, das war diese Höhle hier unten, ja. Und hier ist, glaube ich, noch eine. Also da ist eine. Welche sind wir gegangen? Hier, die sind wir gegangen. Da.
Moment, ich geh mal dichter. Ja. Da sind wir rein. So, oh, nicht so schnell. Hier ist der Orb der Heilung. Ja. Und hier unten ist noch eine. Also drei Stück sind hier. Und wir müssen in den alten Turm hier rein. Aber ich glaube, mit einem könnten wir noch fertig werden. Aber nicht, wenn du müde bist. Nee. Und morgen werden wir erst ein bisschen grinden gehen. Wir werden denn dahin, wenn wir einen Tag haben, wo wir nicht die Tiere gleich morgens füttern müssen. Ja, genau. Und wir werden jetzt die Tiere morgens füttern müssen, einmal nachgucken und dann werden wir ein bisschen grinden gehen. Die schlafen alle schon. Und ohne das Bett nass zu machen. Ja, Wasserbett ist Wasserbett, ne? Einmal Wasser, immer Wasser. Guten Morgen. Hallo Silvia. So, wir müssen auf jeden Fall Tiere füttern. Hallo Bello. Das bedeutet, erstmal kommt das weg. Das landet natürlich da drin. Das machen wir in die falsche Kiste. So, so. Oh, ja, wir hatten keins mehr, siehst du. Huhn ist erwachsen. Dünger hatten wir auch keinen mehr, aber der kann hier drin bleiben. Das kommt mal hier rein. Das hätten wir gleich verkaufen können. Pech. Aber beim nächsten Mal. Ja, haben wir bekommen. Packen wir auch in die Essenskiste, würde ich sagen. Ja, das kann erstmal drinnen bleiben.